Ja, aber wenn's ins Minus geht, dann wird's halt zurückgebucht. Kannst Und ihn bei sprich, die wollen Amazon dann ja beschaffen. Kosten haben. Lass uns mal wechseln. Ja, dann nimm du aber den kleinen, gib mir den großen. Was sollst du? Entschuldigung. Alles klar. Jetzt soll ich nicht mehr arbeiten, jetzt wurde ich schon abgesetzt. Tschüss! Mach hier nichts mehr. Komm mal nicht dir was los. Wo fahrt ihr denn hin? Mit dem Feld. Feldweg. Bei 38%. Der Schuh wird nicht gehen. Muss doch schon rundherum kommen. Rundherum. Na komm, Röhrchen, komm. Vor allem, wie der Ton da so in die Knie geht, so der Motor. Ja. Kommt doch gerade. Das ist ja voll das große Teil hier. So was Großes habe ich ja noch nie in der Hand gehabt. Oh, hier ist das Feld noch gar nicht fertig, Ed. Ja, du. Ja, ich kann es trotzdem drüber fahren, glaube ich. Nee, geht nicht. Oder? Da vorne hatte ich nämlich wirklich da was komplett platt. Was sagt denn da links drin? Hier ist noch ein Wachstum. Da müsste ich halt die Zeit kurz herstellen, oder? Würde ich sagen, ja. Vielleicht wird es doch dies. Hä? Oder ist der Gruber nur so klein? Nee, gekauft. Minimi. Nee, Gruber muss größer sein. 6 Meter. Ja, aber das ist ja die Zähmaschine, die ich jetzt habe. Gruber und Zähmaschine müssten gleich groß sein. Das wird nichts mehr werden. Also fahren wir mal rückwärts und fahren mal hinten mal eine Länge nach unten. Jo. Dann kann der da in der Zwischenzeit. Das ist ja auch eine Sache. Ja, das wächst aber irgendwie, das direkt drüben. Ist das vielleicht irgendwas anders? Steht dort oben. Ich glaube, da hat jemand was anders gesehen. Oder ich? Keine Ahnung. Ja, ich bin nur Kropper gefahren. Nee, Treffer gefahren. Ich habe, glaube ich, gesehen, oder? Einer von euch beiden. Gesehen. Ich hab gegrubbelt. Ich hab grad Mörder gesagt, dass er gegrubbelt hat. Nee, ich hab ja hier Weizen abgeerntet gehabt. Oder Gerste, was das war. Oh. Oder Raps. Ja dann. Aber es ist wieder hell geworden, das ist gut. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, das wäre einmal zwei. Jetzt weiß ich, was das für eine grüne Anzeige ist unten bei unter der Dieter-Angabe. Das ist. Ich auch. Ja, das wissen wir alle. Genau, das ist jetzt für mich die Anzeige, wie voll du bist. Genau, ja. Hat mich schon in der letzten Staffel auseinandergenommen. In der letzten Season, Aufnahme Session. Ja, Season ist es ja auch nicht, Session. Also, ich fahre jetzt hier mit 7 km/h. Also, ich glaube, du wussten, aber dein Gas hat schon groß, ne? Aber immerhin, es wird was gemacht, was? Statt dass nichts gemacht wird. Rückwärts. Jo, geht weiter. Ja. Großes Teil, was ich da dran habe. Oh. Ich habe einen riesen Teil, Mörder. Dein Teil spritzt ziemlich weit. Ja, kannst mal sehen, was mein Rohr alles schafft, doch. Ja, jede Menge. Ich habe wenigstens geschafft, das Licht anzumachen. Mhm. Mach mich auch an. Hier ist immer noch nicht fertig gewachsen. Ja, keiner weiß.
Dann würde ich sagen, fahren wir direkt hinter mir. Meinst du, schaffen wir das? Das schaffen wir. Dein Röhr jetzt so weit spritzt. Ah, es geht. Stell die mal und ab. Halt! Bella. Na schon. Lass dich voll spritzen. Bella möchte dich bespritzen. Beladen. Gut, wir können. Dichter, 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 dichter. Ja, ich weiß ja nicht, wann du losfährst, weil wir brauchen alle ein bisschen, um wegzukommen. Um anzufahren. Das ist alles ein bisschen. Ich will dir ja nicht gerade den neuen Trecher, den wir extra gekauft haben, zerfahren. Hinten reinrammen. Dann möchte ich den nicht hinten reinrammen. Oh ja. Moment. War irgendwie falsch. Also mit abkoppeln war es dann doch nicht so. Was wollte das denn sonst? Ja, eigentlich wollte ich ja nur die Ansicht wieder ändern. Wo das sehr interessant aussieht, wenn du vor dir nur dieses rote Ding siehst. Warum hat der große Schlepper hinten einen Rückspiegel, der was nach vorne zeigt? So, ich fahre jetzt ein bisschen links. Muss ich gerne verstehen. Man, ja, wenn man rückwärts fährt, eventuell, aber. Hä? Hab ich noch nie gesehen. Voll komisch. Ja, das geht doch, Sascha. Warum nicht gleich so? Aber echt, ey. Oh Gott, das ist so. 5, 4, 3, 2, 1, halt. Ja, einen kleinen Schuss noch. So, jetzt. Ich bin hinten noch bei der BGA angekommen. Was soll denn das? Mein Berg da nicht so. Du fährst eindeutig zu langsam. Also ich glaube letztens, da ging das alles irgendwie effektiver, wo ich das und Murdoch gemacht habe. Ja, kann schon sein. Weißt du, was das Problem vielleicht ist? Dass auch der Weg länger geworden ist. Du meinst von Feld 14? Na gut, war ich muss Feld ja ganz 14. runterfahren, ich fahre ja auf dem Weg, ich fahre ja nicht querfeld ein, gell, so wie es gehört. Nicht so wie Sascha, der jetzt querfeld einfährt. Fahr doch nicht querfeld ein, ich fahre auf der Straße. Weiß ich doch, Safa. Wollt ihr wissen? Jetzt halt, ich fahr immer noch auf der Straße. Wollt ihr nur wissen, ob du drauf anspringst? Ja, warum lädt der denn aus? Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Oh. Das waren wir eh noch. Waren wir das überhaupt schon mal, Safa? Komm her, Junge. Was macht denn der Typ? Der lädt ab? Ja, ich bin auch gleich bei der BGA. Ja, ich seh's. Ja, ich tu wenigstens ein bisschen ordentlich. Könntest du während dieser Zeit wenigstens schon mal grubern? Nein, kann ich nicht. Doch. Ich werde dann nochmal drüber fahren. Gibt es eigentlich auch diesen Überladewagen für einen Häcksler? Warte mal, ich fahr nochmal drüber. Was für ein Häcksler? Naja, es gab doch mal so einen Überladewagen für einen Häcksler, wo du dann weiter häckseln konntest, bis dann einer angekommen ist und dann das aus dem Wagen rübergeladen wurde. Ja, eigentlich wäre es logisch. Wir könnten einen Überladewagen an Murdoch-Clan hängen und der könnte dann da rein und wir würden dann immer nur. Ja, aber das ist nicht realistisch, deswegen. Nee, er meint den, es gab einen Häcksler mit Bunker. Genau. Der den hätten wir ja ranhängst. Nee, du musst doch nichts. Normal der, was schon direkt verbaut ist. Schade. Weil das mit hinten ranrenken, das ist überhaupt nicht realistisch. Ja, aber warum würde er nicht das? Ich meine, das wäre ja möglich, oder? Weil du nicht. Erstens, er würde nicht da ziehen, weil er zu schwer wäre. Und beim Lenken geht das nicht. Aber ist doch ein
Häcksler, der hat doch richtig viel Energie, das Ding ist doch riesig. Ja, den braucht er für sich selbst. Und wie oft hast du sicher schon irgendwo gesehen, dass der irgendwo feststeckt und mit zwei oder drei Schlepper den Typen da rausziehen musst? Du meinst, die haben nie immer so schönes Wetter wie wir? Nein. Soll ich wegen euch die Einfahrt verpasst? No. Ja, wenn dann wegen mir. Aber echt, ey. Dann ist ja, ich sehe in den Spiegeln eigentlich nur einen Hänger. Ja, ich auch. Nichts. Nichts. Wir müssen breiter, weiter weg sein. Ja, da. Genau, die einstellbare Spiegel, das war der Mod, den wir ja schauen wollten. Den kannst du jetzt mal aufschreiben. Parkart. Sonst, also ich habe ja gestern eine Liste gemacht. Und die eine Seite ist das, die andere Seite ist das. So. Autosave Mod haben wir erledigt. Muss ich denn da rein und vorne? Na gut, man sollte nichts aufschreiben und währenddessen fahren wollen. Auch nicht telefonieren. Geht weiter. Ja. Schon anscheinend. Vorher... Genau, wollte ich gerade sagen. Nee, ich glaube, du fährst so schnell. Ja, ich wollte das eigentlich bei der reinhäckseln, aber anscheinend ist es zu dumm dafür. So. Basta. Ich werde gleich nach links schwenken beim Fahren. Also kannst du gleich Bogen mitfahren. Ja. Versuch das einfach mal. Da kannst du größeren Bogen machen. Ja, so passt noch. So, ich drehe jetzt. Ich hoffe, dass das vorne wirklich Geld bringt. Ich auch, weil sonst war die Arbeit umsonst. Ja, die ganze Maschine. Nicht ganz umsonst. Nee, es war ziemlich teuer. Was? Wir sind doch nur gerade hoch verschuldet. Minimal. Also es ist ja nur so, dass wir den nächsten Mieter nicht erzahlen, also. Was passiert denn wirklich? Wir haben nur 18.000. Ja, bis die nächste Miete kommt, ist es ja Mitternacht. Dauert, wenn wir auf Echtzeit spielen, was wir momentan tun, lang. Ein paar Stündchen. Wir müssen uns aber auch noch ein Gerät kaufen, um das Zeug zu verticken. Ja, da brauchen wir einen Frontlader für unseren Schlepper. Oder einen Radlader. Ja, das wird bald... Stimmt, unser Schlepper ist ja mit Frontlader aufgebaut, oder? Genau, haben wir extra gekauft. Ah, okay. Wir müssen Geld sparen, oder? Deswegen kaufen wir uns den stärksten Schlepper fast. Egal, wir Geld. Damals hatten wir noch keine Geldprobleme. Wir hatten auch schon Schulden. Wir hatten von Anfang an Schulden. Ja, der Häcksler war das der erste. Wobei ihm nur alles geliehen ist. Ich kann alles zu Schrott fahren. Alles versichert. Alles Leasing. Läuft schon. Wie sieht's denn bei dir aus? Ach. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ich tue ja währenddessen hier gerade Gruppe. Ja, passt eh, mach nur. Ja, und ich muss ja halt trotzdem deine Prozentzahl im Auge behalten, wann ich los muss. Aber ich sag dir schon rechtzeitig Bescheid. Ja, wenn es zu spät ist, du weißt schon, dass ich eine Weile brauche. Wir haben ja genug Schlepper, du brauchst nur einen herstellen. Ja, ich tue ja auch nicht umkuppeln. So, der Ed ist jetzt mit für 70% voll. Ja, das dauert dann noch, bis ich ganz voll bin. Wo seid ihr jetzt da drin? Guck. Die. 9,2 Komma, das geht mal gar nicht.